Man glaubt es nicht, läuft durchs Wohnzimmer und stolpert hier über einen neuen Beamer. Also Sachen gibt's, ja, was machen wir damit? Am besten wir packen das Ding mal aus und schauen mal, was das hier für einer ist. Hier steht Projektor, hier steht Adli, das ist der Hersteller und das ist Your Home Theater. Ja, viele Informationen bietet uns hier diese Verpackung nicht gerade, Freunde. Made in China steht hier drauf. Dann haben wir hier nochmal Videoprojektor. Ja, da steht eigentlich gar nichts drauf. Nichts von der Auflösung und auch sonst nichts. Aber ich weiß schon, der hat eine Auflösung von 1280 x 720p maximal. Also, was wäre das? Ja, HD benennt man das Ganze doch in der Regel. Und ich bin jetzt hier echt mal gespannt, weil das hier ist ein günstiger Beamer, Leute. 130 € kostet der. Und mit diesen, ich sag mal, günstigen Beamern habe ich in der Vergangenheit, ja, sagen wir gerade bei der Bildqualität, nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht. Aber wir schauen mal, ob der kleine Artly Beamer, na, wo ist er denn? Da drin, ob der das jetzt ändern kann. Denn die Technik wird ja immer günstiger eigentlich und ich hoffe, dass sich da mal was tut, dass man auch für 130 € etwas, ja, Brauchbares bekommt für den kleinen Fernsehabend. Also, wir haben hier einmal die Bedienungsanleitung aufliegen. Mal schauen, ob es die auch in Deutsch gibt. Jo, da ist sie. In Deutsch, Produktbeschreibung mit allen Anschlüssen, die dran sind, eine SD-Karte, AV, Kopfhörer, zwei HDMI-Eingänge und ein normaler USB-Anschluss, VGA und IR, also Infrarotschnittstelle für die Fernbedienung. Ja, da ist doch schon mal alles dran, was man so braucht in der Regel. Dann, was haben wir denn hier noch Schönes mitgeliefert? Ein HDMI auf HDMI-Kabel, damit man das Ding auch direkt anschließen kann. Dann haben wir hier einmal die Fernbedienung, wie es aussieht. Ja, da ist sie und eine komische Farbe, das sieht aus. Das leuchtet im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob man es hier erkennen kann, aber die Tasten hier, das sind solche Leuchttasten. Wenn die ein bisschen Licht getankt haben, leuchten die im Dunkeln. Ansonsten, was haben wir hier? Okay, in der Mitte. Dann hier Pfeiltasten, lauter, leiser, Play, Pause, Quelle, Menü, so die üblichen Geschichten. Sieht okay aus, fühlt sich ganz nett an, so, ja, so ein bisschen samtig, das Plastik, also kein so ganz rutschiges, sondern so ein samtiges Plastik, fühlt sich ganz angenehm an. Was haben wir noch? Ich vermisse doch noch ein Stromkäbelchen, genau, das wäre das hier, einmal für den Strom. Und dann haben wir nochmal hier, ja, was sind das? AV-Steckerchen, ich kann mir die alten Sachen irgendwie nicht merken. Upscart wird es bei mir schwummrig irgendwie im Gedächtnis. Aber egal. So, kabelmäßig wohl alles dabei, was man für den Start braucht. Dann packe ich mal den eigentlichen Beamer hier raus. Der ist hier noch schön eingepackt. So, und da habe ich ihn auf der Hand. Also schwer ist er nicht besonders. Er ist ja auch ein portabler Beamer, so wird er hier vermarktet. Und allzu groß ist er auch nicht. Man sieht hier, wenn ich meine Hand drauf lege, meine Handfläche, die Größe etwa. Und dann haben wir, meine Güte, der hat aber viele Knöpfe hier drauf. Schaut mal her, hier haben wir einmal die kompletten Bedienknöpfe. Power, hier rechts, links, hoch, runter, Play, Pause, okay. M, Menü wahrscheinlich und S für Quelle, also für Source. Dann hinten haben wir den Anschluss für VGA und die Infrarotschnittstelle. Und auf der nächsten Seite haben wir dann einmal USB, HDMI 1, 2, also 2.1, AV, Kopfhörer und die Micro-SD-Karte. Das habe ich so noch nicht gesehen, dass man auch eine SD-Karte reinstecken kann. Keine Micro-SD-Karte, nee, SD-Karte. Ich kannte das bisher nur hier mit USB-Sticks und vorne nochmal dann Infrarotschnittstelle, Adli Branding und dann natürlich unsere Linse mit Abdeckung mal runter. Ja, einem großen Auge, wo dann hier im Endeffekt das Bild rausgestrahlt wird und dann kann man hier noch manuell dann die Schärfe über das Drehrädchen hier einstellen. Oh, aber hier, kein Standard kenne ich zumindest so nicht. Das hier ist einmal für die Schärfe einzustellen. Und dann haben wir hier noch so ein kleines Rädchen, das man ein bisschen drehen kann. Das könnte die Trapezkorrektur sein. Das finde ich aber alles später raus, also Abdeckung nochmal drauf. Wir schauen weiter rum, Stromanschluss und hier der Ausgang für den Lüfter. Natürlich ist das hier ein LED-Projektor, ne, damit er nicht so heiß wird und dann brennt auch die Lampe nicht so schnell aus. Was haben wir hier unten noch? Das ist auch noch ein Rädchen. Ah, nee, das wird hier der Standfuß sein. Wenn man die Neigung verändern möchte, dann kann man hier die Schraube ein bisschen rausdrehen. Ja, auch nett. So, unten drunter haben wir hier noch ein paar Schraubanschlüsse. Einmal hier,
hier und hier. Das wird wahrscheinlich für solche Deckenhalterungen sein, dass der dann hier dran geschraubt werden kann. Dann könnt ihr ihn auch verkehrt herum oder wie auch immer unter die Decke hängen. Und was haben wir da noch stehen? Modell Artly LED, System LCD. Klar, ein LCD-Display, das hinten von LEDs beleuchtet wird. Ja, und viel mehr steht da auch schon nicht mehr. Made in China. Das wär's. Und durch die Qualitätskontrolle ist er auch gekommen. Dann haben wir hier noch gummierte Standfüße. Ah, also eher so Schaumstoffstandfüße. Und dann ist er auch schon ausgepackt, unser kleiner Artly Beamer. Soweit alles gut. Und jetzt schauen wir uns mal das Bild an. Und das Bild macht auf den ersten Blick einen ganz ordentlichen Eindruck. 2800 Lumen wird das hier maximal hell und hat ein Kontrastverhältnis von 2000:1. Und 120 Zoll bzw. 305 cm in der Bilddiagonalen kann das hier maximal groß werden, das Bild. Und wie schon gesagt, das Bild ist auf den ersten Blick ganz okay. Ihr habt die Schärfeeinstellung, ihr habt die Trapezkorrektur, aber was hier irgendwie nicht funktionieren will, ist, dass es überall gleichmäßig scharf wird. Denn entweder habe ich die Mitte scharf, also da, wo man am meisten hinschaut, und dafür oben und unten einen unscharfen Bereich, ja, oder eben umgekehrt. Ich habe mit allem rumgespielt, Schärfe mit der Trapezkorrektur. Ich habe es nicht hinbekommen, es klappt nicht. Ein bisschen Unschärfe bleibt hier am Rand einfach immer übrig, auch wenn sonst in der Mitte alles okay ist. Fällt am meisten auf, wenn man zum Beispiel einen Computermonitor oder so angeschlossen hat. Wenn man sich jetzt einen Film oder eine Serie anschaut, dann sieht man das Ganze etwas weniger, aber gestört hat es mich schon, muss ich sagen. Außerdem wirkt das Bild etwas blass. Ich würde mir da stärkere Farben wünschen, aber das kenne ich schon so aus diesem Preissegment. Ich sag mal, bis 200 Euro bei den Beamern, das haben die alle. Insgesamt aber würde ich dem Bild eine Note 3 geben. Kann man sich angucken, da bekommt man keinen Augenkrebs von. Geht schon in Ordnung, vor allem wenn man den Preis hier im Hinterkopf behält. Eine richtige Überraschung und eine richtige Stärke des Beamers ist hier der Lautsprecher. Also da war ich ja jetzt hin und weg. Normalerweise sind die ja mega grottig und schlecht, scheppern, haben einen ganz furchtbaren Ton und die werben ja hier mit kraftvoller Klang aus dem eingebauten Lautsprecher. Da dachte ich schon, ja nee, ist klar, ne? Aber hört mal selbst rein. Okay, das hier ist einmal der richtige Ton, der aus dem Lautsprecher des Beamers kommt. Das Jugendamt wirft immer noch ein Auge auf uns. Ein Anruf würde genügen. Schöne Grüße. Hier ist deine Mütze. Rucksack. Pause. Ich bin total alle. Ja, der ist brauchbar, nicht wahr? Der wird richtig laut, der scheppert nicht. Klar, das ist kein super Sound, aber hiermit kann man sich durchaus mal eine Serie anschauen. Oder hier für die PlayStation anzuschließen, ein bisschen zu spielen. Dafür reicht das hier total aus. Also das hier ist bisher der beste Lautsprecher, den ich je, und das sage ich unabhängig von der Preisklasse, in einem Beamer eingebaut gehört habe. Also der Lautsprecher, der ist echt voll in Ordnung. Ebenso wie das Lüftergeräusch. Geht auch in Ordnung. Also er ist nicht der allerleiseste natürlich, aber das geht. Es stört nicht allzu sehr. Den Lüfter finde ich absolut in Ordnung. Hört mal rein. Also von den Geräuschen her kann er mich echt überzeugen. Auch von den Anschlüssen kann er mich überzeugen. Ich habe mir meinen USB-Stick angeschlossen, habe was abgespielt. Das klappt hier über HDMI sowieso. Hier die anderen Eingänge, SD-Karte, funktioniert alles. Der hat auch einen eingebauten Media-Player. Da muss man allerdings drauf achten, der frisst nicht alles oder der spielt eben nicht alles. Aber ich hatte hier einige Formate. Ich glaube, die waren von der Auflösung einfach zu groß. Die wurden nicht abgespielt. Aber man kann ja auch noch sein eigenes Abspielgerät einfach anschließen. Ich hatte hier meinen Media-PC über VGA angeschlossen. Problemlos. Hat 1A funktioniert. Ganz einfach die Quelle auswählen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, und die Quelle auswählen tut man entweder hier über die Knöpfchen oben auf dem Gerät drauf oder, ja, wahrscheinlich eher häufiger über die Fernbedienung. Und die ist richtig, ja, gut. Die funktioniert einwandfrei. Die Knöpfe sind schön clicky, also da merkt man, wenn die gedrückt wurden, das reagiert alles hier flott mit dem Infrarot. Da gibt es also echt gar nichts zu meckern. Fernbedienungsmäßig alles gut, aber eine Sache noch zu erwähnen, hier werden keine Batterien mitgeliefert. Ja, für 130 Euro sind die nicht inklusive. Da kommen so kleine 3-fach-A-Batterien rein, 2 Stück. Ne? Die müsst ihr euch also noch separat zulegen dazu. Was hier auch noch praktisch ist, man kann die Bildgröße etwas anpassen, denn als ich hier angemacht habe, da war das Bild für mich viel zu groß und ja, man kann es zum Glück noch etwas runter reduzieren, bis auf 75% kann man es noch runter schrumpfen, damit es dann auch bei euch optimal an die Wand passt, wo es hin soll. Hier diese Hoch- und Runterschraubfunktion, ja, ist ja einfach nur eine Schraube mit Standfuß.
hat gut funktioniert. Ja, da gibt es gar nicht großartig was zu sagen. Und insgesamt konnten wir jetzt schon zum Fazit kommen. Und das Fazit ist, bedenkt bitte immer den Preis, 130 Euro finde ich für den Beamer hier eigentlich okay. Er hat seine Schwächen, er hat seine Stärken. Stärken ganz klar, Lüftergeräusch ist nicht allzu laut. Der eingebaute Lautsprecher, der ist klasse. Ihr habt echt viele Anschlüsse an dem Gerätchen hier dran. Abzüge muss er leider bei der Bildqualität hinnehmen. Man kann die Schärfe hier nicht optimal einstellen. Ihr habt irgendwo immer einen leicht unscharfen Bereich. Das kriegt man einfach nicht weg. Da kann man hier so viel drehen, wie man möchte. Die Farben könnten ein bisschen knackiger und knalliger sein. Ich habe schon hier auf Vivid eingestellt. Kann man ja im Menü alles einstellen. Aber so richtig gemerkt, dass die Farben kraftvoller geworden sind, habe ich hier nicht. Also da muss er ein paar Abstriche hinnehmen. Ansonsten ist er klein, leicht und kompakt. Und ja, für so eine Nutzung am Computer zum Beispiel würde ich ihn nicht holen. Und da fällt diese Unschärfe extrem auf. Aber hier für mal eine Serie zu schauen, schön im Bett oder so, irgendwo unterwegs. Oder auch mal hier die PlayStation anzuschließen und da ein bisschen drauf zu zocken. Dafür ist er wirklich gut geeignet. Man muss allerdings darauf achten, da er ja nicht so hell wird, dass das echt ein dunkler Raum ist. Also wer hiermit mal eine Gartenfete macht und will da mal ein Filmchen draußen zeigen, nee, das könnt ihr knicken, außer es ist schon stockdunkel, weil das braucht er. Er braucht die absolute Dunkelheit, ansonsten reicht hier die Helligkeit auf keinen Fall aus. Da müsst ihr das im Hinterkopf noch behalten, Freunde. Aber ich sag mal, für 130 Euro hat er mir hier genug abgeliefert. Und für das passende Anwendungsszenario ist der Artly Beamer hier durchaus, ja, was man sich mal anschauen kann. Und das könnt ihr gerne hier unten im Link in der Videobeschreibung tun. Dort könnt ihr den gerne mal kaufen, selbst ausprobieren, ob der vielleicht für euch das passende ist. So, das wäre es auch schon gewesen. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat.